Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Kaffeepause TV. Bisschen Kaffeeklatsch. Mit Kaffeetasse. Ah. Viele haben wir heute. Allerdings nur drei, weil heute Low-Effort Podcast bei manchen Leuten, die hatten einfach keinen Bock, sich auszusuchen. Was heißt denn Auf der hier anderen Seite, im nur Januar drei? kommt auch nicht wahnsinnig viel raus und von daher, ich glaube, jede Person noch ein Spiel rausgesucht. Doppelt gehabt. Von daher ist das schon ganz okay so. Ed fängt an. Sie. Der Spezi fängt an. Ich habe eine meiner Lieblingsgenres. Ne, den Anime. Etris. Und zwar One Piece. Sollte viel in einem Begriff sein. Für die, die es Kenne ich nicht nicht. Was ist das? eine Anime-Serie, die jetzt ein neues Spiel bekommt, quasi ein neuer Versuch, nachdem One Piece World Seeker damals bei vielen, glaube ich, gescheitert ist. Und die ganzen, wie nennen sich die Spiele nochmal, wo man da nur rumläuft und kämpft nochmal? Beat'em up. Nee, der P weiß das auch, wo es auch von Zelda gibt. Warriors, die ganzen Warrior-Teile. Ja, nochmal So, eine andere. diese, naja, Dynasty Warrior-Geschichten. Genau. Jetzt nochmal eine neue Schiene quasi. Und zwar haben sich die Entwickler gedacht, wir machen nochmal eine komplett eigene Story. Also jetzt auch für Leute, die One Piece noch nicht komplett zu Ende geguckt haben, fängt alles wohl damit an, dass die Strohhutbande, so heißen die Leute von Ruffy quasi, ja, Timo. Das mit den Leuten, die noch nicht eine Folge One Piece geguckt haben. Die können auch das Spiel spielen, werden allerdings gespoilert von den Teammitgliedern. Quasi, ne? Also du hast alle Teammitglieder in dem Spiel integriert, die auch am Ende im Team vom Ruffy sind. Ja, das heißt, da wirst du Big gespoilert, Crew. ansonsten aber nicht. Und zwar gibt es die Grand Line, das ist das große Meer von One Piece, wo sich im Endeffekt alles drauf abspielt. Die wollen eigentlich eine Reise machen, geraten dann aber in einen Wirbel quasi und landen dann auf einer neuen Insel. Hierbei wird die ganze Bande auseinandergerückt. Also die finden sich nicht mehr auf einen Fleck, sondern alle sind an einem anderen Ort. Und ja, es geht darum, dass die Piratenbande sich halt wiederfindet quasi. Es gibt eine eigene Story, die extra für das Spiel gemacht wurde, wo dann auch eigene Soundtitel dabei sind. Ja, viele Cutscenes halt, die das, was ich gesehen habe, auch ganz spannend aussehen. Die Story, da weiß man noch nicht so viel von, aber das, was man gesehen hat, war auch ganz interessant. Ja, das Spiel baut dann darauf auf, dass man auf dieser Insel halt viele Aufgaben lösen muss. Also jeder eigene Charakter hat seine Fähigkeiten. Zum Beispiel Chopper ist so ein kleiner Tanuki. der kann dann halt durch enge Wege laufen. Oder Zoro ist ein Schwertkämpfer. Ja, Timo. Was das? Tanuki Ein ist ein kleines, Rentier. kleines Rentier. Ah, jetzt Genau. wird ein Schuh draus. Zoro ist natürlich für viele wahrscheinlich naheliegend ein Schwertkämpfer, der sich zum Beispiel durch Wege schneiden kann. Heißt, jeder Charakter hat so seine Aufgaben, um im Spiel voranzukommen. Für viele vielleicht abschreckend das Kampfsystem. Das ist nämlich rundenbasiert. Voll gut. Etwas, was ich sehr mag. Ne? Deswegen habe ich auch gerne mal so Pokémon-Teile gespielt. Brauch halt in dem Falle nicht viel Skill. Du musst nur die richtigen Attacken auswählen. Da kommt es dann auch wieder darauf an, dass du schauen musst, wo sind deine Charaktere gerade verteilt, weil zum Beispiel Lysop ist Fernkämpfer. Wenn du in der Story das Problem hast, dass der von vielen Gegnern umzingelt wird, musst du natürlich gucken, dass du Hilfe mit einem anderen Charakter schnell irgendwie dahin kommst, um ihn zu unterstützen. Na, das heißt, das Spiel braucht auch viel Strategie, du musst viel überlegen, welcher Kämpfer macht gerade wo Sinn, wo brauche ich wen, um weiterzukommen. Und das macht das Spiel im Endeffekt aus. Ja, also es geht eigentlich nur darum, dass die von dieser Insel quasi wieder wegkommen, weil sie da gar nicht hin wollten, sich erstens wiederfinden und ja, um dann halt auf der Grand Line weiterreisen zu können. Ne? Also es hat eine eigene Story, was ich ganz interessant finde. Ist nochmal ein neuer Versuch, auch ein Storyspiel jetzt als One Piece-Titel rauszubringen. World Seeker war der erste Versuch. Der war jetzt nicht so toll, tatsächlich.
Deswegen, also ich bin ganz, ganz gespannt auf das Spiel. Es kommt am 13., 14., 13., was war es nochmal? Warte, am 13. Januar, dir. Am 13. Januar kommt es hier raus auf den alten Plattformen, also PlayStation 4, Xbox One, die normale, die PlayStation 5, also die neuen Next-Gen-Konsolen und auch auf dem PC. Also eigentlich alles, außer auf der Switch, glaube ich. Da habe ich es noch nicht gesehen, falls es jetzt geändert hat. Aber ich glaube nicht. Also nur auf den größeren Konsolen, auf der PS4, PS5, Xbox Series X, S und PC. Ja, auf der Switch wahrscheinlich wird es da nicht laufen, weil es wieder zu hohe Ansprüche dann hätte dafür, um es darauf zum Laufen zu bringen. Also trotzdem viele Plattformen, wo es drauf vertreten ist. Ich finde, ein ganz cooles Spiel, deswegen wollte ich es halt vorstellen und werde auf jeden Fall am 13. Januar mal reinschauen. Ja, das Kampfsystem scheint sich generell sehr an Pokémon zu orientieren, auf eine Art und Weise her. Also auch dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, dort du bei Pokémon eben hast, um deine Schwächen eben der Gegner auszunutzen. Und ne, also effektive Angriffe wird es da wahrscheinlich dann auch geben. Ja. Wenn ich mir Screenshots angucke, ist halt sehr so ein 3D-Anime-Stil, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ja. Muss mal wenn Pokémon in der One Piece Welt haben will als JRPG. Ja, für One Piece Fans wahrscheinlich eh ganz cool. Ne? Und die World Seeker gespielt haben und es nicht interessant fanden, vielleicht da mal reinschauen. Vielleicht ist es was für euch. Und für alle, die kein One Piece geschaut haben, so wie Timo, kann man sich auch mal anschauen, trotzdem das Spiel, ne? Weil es halt unabhängig von der eigentlichen Story ist. Ja, ich glaube, gerade so One Piece werden halt mit sagen, dass du. Ja. Zumindest die ersten 6 Story-Arcs gesehen hast und weißt, worum es da im Großen und Ganzen. Ja. Wenn du keine Ahnung hast, wer die Charaktere sind, was die normalerweise. Ey, weiß zumindest, wer Ruffy ist. Wäre auch sehr traurig, wenn nicht, weil das ist ja irgendwie so. Lange gibt es die Serie Pikachu von Pokémon. 25 Jahre oder so, glaube ich, ne? Also. Na, schon ewig. Ja. Das weiß ich nicht, wie lange. Das war mein Spiel. Der P hat leider keins, wie wir erfahren haben. Deswegen, Toto, was hast du uns denn? Ja, von auf einer Insel zu dem, was so eine Insel umgibt, nämlich Wasser. Meer. Und in dem Fall unterm Meer oder halt in Ding. Unter dem Meer. Ich wollte es auch ganz sehen. Einfach schweben. Ja, Death in the Water 2, ein Survival-Horror-Spiel unter Wasser. Ich habe mir den Trailer dazu angesehen, also ich finde es extrem creepy. Dem, was es da so gibt, weil da sind halt nur Haie und Fische, die dir halt gefährlich werden können irgendwann, sondern halt auch der Tod, der Nachgang dafür sorgt, dass sich auch alle Kreaturen, es werden immer mehr, die dich angreifen. Der auch so ein Horde Survival-artiges geht und auf jeden Fall sehr geil aus. Und was ich faszinierend finde, machen 2 Leute. Immer ein Entwicklerstudio. Von daher ist dann auch so ein bisschen für mich die Frage, wie das Spiel im Nachgang wird. Weil der Trailer, die Bewegung der Haie zum Beispiel, dann halt im Spiel halt wirklich auch so aussehen wird, ist natürlich. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass du auf den Tauchgang gehst. Am Anfang ist alles noch friedlich, solange du es nicht provozierst. Alles meine ich dann halt. Alle Kreaturen, die. Außer der Orca. Moränen. Sogar Orcas, wenn es Orcas geben sollte. Haie sind ja friedlich. Sogar, Haie sind friedlich. Wenn du die nicht provozierst, oder. Und. Wie gesagt, du wirst halt verfolgt vom Haken. Der Tod genannt wird. Und dieser Krake übernimmt dann oder weniger per Gedankenkontrolle Meeresbewohner und Meeresbewohner dich angreifen.
du musst halt gucken, dass du überlebst. Er sagt vom Trailer her, es ist definitiv kein Spiel für jemanden, der Thalassophobie hat, also die Angst vor tiefen Gewässern. Wer das schon nicht mag, der wird mit Subnautica zum Beispiel auch schon kein Freund werden. Nee. Nee. Sagst du, nee? Nee. Die muss raus. Timo, also, nimmt euch das Spiel dann auf. Ich habe mir angeguckt und das war schon. Ich sehe hier gerade halt so einen Screenshot von dem Spiel. Also ich beschreibe mal, man ist halt, man sieht, dass man eindeutig unter Wasser ist und da ist so eine, ich weiß nicht, ob eine Nixe, eine Sirene, irgendwie sowas um den Dreh. Und nicht nur, dass die halt, ne, eben ganz klar irgendwie nicht gut gesonnen ist, sondern die hat auch so ein bisschen so Zombie-Vibes noch dazu. Also so mit so ein bisschen Blut im Gesicht und rot um die Augen und sehr blass und. Die hat nur zu viel gekifft. Wahrscheinlich, eigentlich ist sie total freundlich drauf, die ist nur ganz, also ne, die hat nicht gekifft, die ist ganz hart auf Crack, sag ich mal, und hat Bock. Richtig mieser Trip. Also die ist richtig drauf, wenn um Drogen geht, also ich glaube, das kann echt sehr hart creepy werden, das Spiel, also ich sagte ja vorhin schon, ich glaube, ich bin da raus, also ich glaube, das kann wirklich ein cooles Spiel werden, aber so irgendwie unter Wasser habe ich eh schon immer so ein bisschen so, ich finde das jetzt nicht super schlimm halt, aber irgendwie so ein bisschen so Unwohlsein. Ich glaube, das wird mich halt voll kaputt machen, das Spiel. Also, weiß nicht. Also, ich kann so Unterwasserspiele gar nicht. Also, wenn das mal nur so eine Passage ist oder so, keine Ahnung, wie bei No Man's Sky, wo du ja auch unter Wasser mit einem U-Bötchen dann mal. Das geht noch. Das versuche ich auch immer rauszuzögern, aber das geht noch. Aber ich konnte damals schon, für alle, die es noch kennen, Silent Hunter, wirklich das U-Boot-Spiel. X-U-Boot-Spiel? Nein. Keine Chance. Ging nicht. Kann ich nicht spielen. Hier ist noch Wassertempel geschädigt von Zelda, deswegen kann der unter Wasser nichts mehr spielen. Nee, ich finde das, ich weiß nicht, ich habe das aber auch so in irgendwelchen Spielen, wenn du irgendwie so Unterwasserkram hast, also es kommt mal drauf aus Spielen, so was wie, weiß nicht, Donkey Kong Country, so irgendwie so ein ganz bekanntes Wasserlevel dann irgendwie, da stört mich das irgendwie gar nicht in so einem Side-Scroller. Aber irgendwie in so einem 3D-Spiel, wenn ich irgendwas spiele, ich bin unter Wasser, ich finde das jetzt nicht super schlimm oder dass ich jetzt sage, oh, ich kann das nicht machen. Aber ich merke irgendwie, dass mich das so ein bisschen triggert, irgendwie, dass ich da so ein bisschen, also zumindest in dem Moment, wo eine Atemanzeige irgendwie kriegst, so ist so dieses, weiß ich nicht, keine Ahnung, durch Ertrinken, Verrecken irgendwie ist, weiß ich nicht, das Schlimmste in dem Spiel irgendwie so gefühlt. Nee, Tiefe. Ja, wie Timo gerade schon sagte, so No Man's Sky hatte ich das Problem so überhaupt nicht, weil vom Spiel her ein Unwohlsein hervorruft. Ja, aber. Subnautica, wenn ich da so die Sachen angucke, ja, das macht das Ganze schon ein bisschen unangenehm. Ich denke mal hier so Death in the Water 2 könnte definitiv dafür sorgen, dass ich, wenn ich jetzt spiele, das Licht. Ich sag nur so viel. Bioshock 1 und 2. Alles cool. Ist ja denn, du gehst so einen Tunnel, wo du dann unter Wasser bist. Nicht so cool. Also ist so ein Spiel zu zweit oder so, würde ich da sogar zocken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwie jetzt erstmal zumindest nicht danach raus, als ob das ein Multiplayer-Spiel wäre, weiß ich jetzt aber nicht. Das ist eine gute Frage. Das wäre so eine Sache, das ist okay, jetzt gar nicht, weil ich dann sage, da habe ich jemanden bei mir im Spiel oder so, das ist mir halt relativ egal, aber dann bist du am Quatschen meistens, ne? Du redest ja dann irgendwie, wenn du am Zocken bist und das lenkt dann von dieser Atmosphäre so ein bisschen ab. So, dann deswegen wird es das wahrscheinlich nicht geben. Ja, wahrscheinlich. Weil was wäre das für ein Horrorspiel, wenn du da zu zweit und dann laberst du den Knopf an und packe? Ja, auch viele Schockmomente funktionieren einfach zu zweit nicht so gut. Ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr das Spiel irgendwie auf irgendwelchen Jumpscares aufbaut oder irgendwie so Geschichten oder Cutscenes halt, die so ein bisschen Stimmung erzeugen. Funktioniert natürlich zu zweit immer ein bisschen schwieriger. Ich weiß es aber nicht. Als Genre steht hier nur Survival-Horror-Shooter. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es Multiplayer ist, aber wahrscheinlich eher nicht. Jo. Das konnte ich aber auch so. Operativ? Wird sich im Januar zeigen. Genaues Datum steht leider nicht dabei. Release ist Januar 23. Stimmt. Ja. Gut gemacht. Warum sollte ich dich auch anlügen? Und unsere Zuhörer und Zuschauer. Die lügst du nicht, erst nur du.
Ich würde dich auch nie an. Ehrlich. Okay. Lassen wir so stehen. Weiß nicht, wo das Holz ist. Du hast deine Nase länger geworden? Ich nicht. Abgesehen, ich habe kein Holz. Nee, dann nicht. Ich hab ja noch einen. Ist ja egal. Müssen wir nicht ausdiskutieren. Müssen wir nicht ausdiskutieren. Du hast gerade überlegt, wo er sonst kein Holz geklaut hatte. Das hat nur ein bisschen lang gedauert. Er kommt immer noch nicht drauf. Mir ist da tatsächlich nur so Corekeeper eingefallen, aber von daher. Ich sag nur Walheim. Wo ist das Boot? Keine Ahnung. Toto, wo bist du? Keine Ahnung. Unter dem Meer. Auf dem Boot. Ja, genau. Auf dem Boot. Timo. So, jetzt reden wir aber über Frey. Erzähl uns mal ein bisschen was. Ja, es geht nicht um Wasser. Also, schon. Irgendwie. Aber es spielt nicht auf einer Insel und es spielt auch nicht unter Wasser. Spielt auf dem Festland, aber in einer anderen Welt. Forspoken hatten wir vor ein paar Monaten schon mal, oder hatte ich als Beispiel genannt für die neue Preispolitik von Square Enix. Wurde diverse Male verschoben, ist ein Open-World-Rollenspiel von einem Co-Autor von Final Fantasy XV. Und es ist von Square Enix, also vermutlich wird es kein Scheiß. Behaupte ich einfach mal. Es geht darum, dass du mit der Protagonistin namens Frey, warte, ich ziehe mir das mal hier so rüber, dann gucke ich auch ein bisschen hoch, ein bisschen besser rein. Die eigentlich New Yorkerin ist, aber irgendwie eben in Artia landet. Artia ist eben die Welt, wo sie dann Magie für sich entdeckt und alles Open-World-Parcours-mäßig durchstreifen kann. Eigentlich will die nur zurück. Das ist so Ziel des Spiels. Ich will hier weg. Ja, monströse Kreaturen gilt es zu bekämpfen in diesem Spiel. Ist sehr actiongeladen, ist sehr grafisch, sehr hübsch. Er findet jetzt so nichts Neues, aber es wird eine sehr gute Story haben. Square Enix ist für Storytelling bekannt, für Grafik auch. Von daher ist das, glaube ich, für alle, die einfach gerne Story-Spiele spielen, die richtige Wahl, wenn das nötige Kleingeld da ist, weil das Ding kostet 80 Euro plus. Werde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal angucken, wenn ich das mal für eine schmale Mark kriege. Ja, ist für also 80 Euro, kann man es vorbestellen. 90,99. Die ersten Trailer, die man so gesehen hat, machen schon Bock auf das Spiel. Also, das ballert schon. Deswegen kommt es auch nur für die PlayStation 5 und den PC. Nicht für alte Generation, ist einfach, wäre Quatsch. Würde einfach gar nichts bringen. Und Xbox, ja, Square Enix und Microsoft waren sie noch nie grün, glaube ich. Von daher, ich finde es gut, dass es überhaupt für PC kommt und nicht so wie das neue Final Fantasy, was irgendwann kommen soll, was erstmal wieder nicht für den PC kommt. Schweine. Ja? So sieht's aus. Nee, sonst ja, die Grafik sieht tatsächlich erstmal von dem, was ich bis jetzt sehen konnte, sehr hübsch aus. Kann ich dir noch zustimmen. Ich habe mir jetzt noch kein Video dazu angeguckt, wie so das. Also von den Speedshots sieht man so ein bisschen, wie das Gameplay ist, ne? Also ich meine, Open World Titel also ist ja auch Action relativ RPG klar, ne? Halt, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Animationsbewegungen aussehen, das spielt ja immer so ein bisschen eine Rolle, wobei ich jetzt Square Enix schon zutraue, dass das eigentlich in der Regel gut aussehen wird. Hatte gerade immer gesehen, die Demo war wohl nicht so gut angekommen bisher. Okay. Aber Square Enix hat auch schon gesagt, alles wird anders, alles wird besser. Ich meine, wie immer gilt natürlich bei Titeln, die noch nicht released worden sind, im Zweifelsfall einfach mal ein bisschen abwarten. Richtig. Vielleicht mal ein, zwei Berichte lesen, wenn es denn dann wirklich draußen ist. Wir können ja auch immer nur spekulieren. Ne, und nicht sterben, Spezi. Gut. Wir arbeiten, können ja auch nur das sehen, was wir im Internet sehen, nämlich Artikel lesen, Screenshots, Videos etc. Richtig. Davon Eindruck bilden, spielen. Spielt haben wir es ja selber nochmal nicht. Nee, auch die Demo nicht. Erstmal aus. Es könnte cool sein. 80 Euro ist natürlich ein stolzer Preis. Ne? Ja. Ich verstehe, dass das inzwischen so teuer wird, AAA-Titel. Das wird auch nicht das letzte Spiel sein, was so teuer ist. Nee.
denke, das wird in Zukunft eher die Regel werden als die Ausnahme. Ja, gerade die Spiele, die sich nicht weiter finanzieren können durch irgendwelche Ingame-Shops, ne? Ja. Da wird das so sein. Aber andersrum, dafür muss ich dann aber auch was zu bieten haben, ne? Also das muss einem auch klar sein, natürlich. Wenn Leute dafür 80 Euro ausgeben sollen, dann wollen sie natürlich auch einen entsprechenden Mehrwert kriegen. Mindestens 80 Spielstunden. Kommt auf die Spielstunde, Mann. Das ist auch mal schwierig zu sagen. Ja, ja, natürlich. Kannst du mal sagen, da habe ich 1 Euro Stunde, aber lieber 50 richtig gute Spielstunden als 80 halt mittelmäßige Spielstunden. Das ist klar. Also, wenn es rein um Storytelling geht, würde ich behaupten, dass du da schon deine 20 Stunden, wenn du nur die Hauptstory durchballerst, wirklich deine 20 Stunden beschäftigt bist, das traue ich Square Enix zu. Ja, plus das ist halt, halt dann Square Enix nichts Unübliches, ne? Ich meine, sie liest Final Fantasy Teile, wie viele Stunden man da versenken kann, also allein an der Story wirklich, wenn du wirklich beim ersten Mal einfach relativ straight durchspielst, selbst dann in der Regel mehr als 20 Stunden beschäftigt, behaupte ich einfach mal. Ja, also sieht gut aus. Hier kommen E-Mail-Nachrichten rein, die niemanden interessieren. Habe ich schon länger so auf meiner inneren Liste mal angucken, wie das so ist, wenn das mal billiger ist. Oder erstmal halt gucken. Irgendwer wird das bestimmt auf diesen YouTube-Let's Playen. Dann gucken wir mal, was das so kann. Genau. Halten wir fest. Wenig Spiele, aber ein paar schöne doch dabei für den Jahresstart. Januar ist ja immer ein bisschen schwierig. Zumindest wenige, die uns jetzt so vom Hocker hauen. Es kommen schon ein paar, aber ja, mal schauen, was das Jahr bringt. Ja, das ist, würde ich sagen, war der letzte Podcast dieses Jahr. Stimmt. Guten Rutsch. Mando. Frohe Weihnachten. Ja, guten Rutsch. Genau. Kommt gut rein. Frohe Ostern. Schöne Feiertage ist ja, ne, Weihnachten. Frohe Weihnachten quasi. Passt genau. Stimmt. Perfekt. Frohe Weihnachten. Heiligabend. Gehabt zu haben, vielleicht für die, die es erst später hören. Genau. Und Gruß an die Familie, wenn die uns hören. Ne? Ihr seid alle toll. Hört das doch mit euren Familien. Das ist sehr schön, dass, weil wir haben jetzt quasi auch so ziemlich genau ein Jahr, machen wir den Kram jetzt hier. So bald, so ungefähr. Bald. Ja, fast. Schön, dass die Leute uns ein Jahr schon begleiten teilweise. Ist doch genau eine nette Sache. Wir freuen uns. Nicht sentimental zu werden, aber danke. Ja gut, jo. Dann sag ich jetzt einfach erstmal danke. Frohe Weihnachten. Schön frohes Neues. Guten Rutsch. Wir hören und sehen uns beim Podcast zumindest im nächsten Jahr. Und die anderen Sachen kommen noch auf YouTube. So, ne? Also. Diesen YouTube. Macht's gut. Bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Ciao.